Nur wenige in dieser Galaxis könnten gegen eine derart beeindruckende Ansammlung von Talent bestehen. Großer Bruder. Deshalb würde euch meine Meisterin gern ein Angebot unterbreiten. Hier gibt es viele ungewollte Lauscher. Wartet bitte, während ich eine sichere... Während wir in der Hauptstadt stehen und alle Leute um uns herum stehen. Ich habe eure Karriere mit großem Interesse verfolgt. Geht klar. Brudi, was los? Boah, ey, Kelly vorhin mit diesem Slang. Boah. Möchte ich hinzufügen. Das war schrecklich. Was möchtest du? Es muss einen Grund geben, wieso ihr eure... So siehst du viel besser aus. Ich habe von einer Gelegenheit erfahren. Ich muss jetzt mal auf deinen Arsch achten. Nur mit Stärke, Können und Gerissenheit ergriffen werden kann. Beim letzten Mal habe ich nicht drauf geachtet. Ob jetzt. Hab den jetzt eine Stufe kleiner gemacht, glaube ich. Was sie ganz schlanke, diese total unterernährte genommen. Die Theon-Hegemonie ist ebenso stur wie reich und mächtig. Sie hat das Potenzial, die größte Bedrohung... Mir ist aufgefallen, in einem Blizzard-Universum haben alle Frauen mindestens ein großes B-Körbchen. Mindestens. Aber im Durchschnitt alle D. Gut so. Wir haben zwar die Oberhand, aber der Krieg gegen die Republik ist noch lange nicht vorbei. Genau deswegen müssen wir... Ach, Dobby hat gerade so richtig like a Sir und so ein bisschen, ne? Der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Der hat gerade richtig Sir-B-Lad geredet. Wir haben einige geheime Übertragungen abgefangen. Die Theon-Hegemonie steckt in Schwierigkeiten. Denkt die ganze Zeit, die trägt einen Turban, aber das sind ihre Rache. Stimmt. Der Ausbruch Milliarden infizieren. Ganze Planeten werden überrannt werden. Aber das Chaos ist eine Gelegenheit für all jene, die die Macht haben, sie zu nutzen. Es gibt zu viele Ungereimtheiten bei der Sache. Ich möchte sofort dorthin. Die Theon-Hegemonie versucht, die Sache unter den Teppich zu bringen. Arax, warp mich rüber. Es war schwer, die nötigen Details herauszufinden. Gotti. Trefft mich auf meinem Schiff. Hoffentlich wissen wir dann bereits mehr. Wielst du mit? Kann euch den Standort nennen. Hier sind die Koordinaten des Raumschiffs meiner Meisterin. Sie freut sich bereits sehr auf eure Ankunft. Ich kenne nur Wielst du mit. So. Ich werde jetzt gleich ganz gemächlich, voll cool, Treppe runterlaufen. Richtig. Ich werde euch beeindrucken. Gibt's hier diesen Slow-Mode auch wie in WoW? Kein Problem. Ja. Ich brauche noch kurz. Komm, jetzt fahr doch, jetzt sei doch mal nicht so ungeduldig. Jetzt sei doch mal nicht so ungeduldig. Wo stehst du denn eigentlich, Marcel? Ich sehe das hier gar nicht. Hier oben. Meister Sith Davy. Avrte, das soll wohl Warte heißen. Was will der von mir? Was da los? Was da los, Digga? Welches Level ist der? Level 41? Imperiales KSK. Achso, alles klar. 4000 Crack. 4000 Crack. Erstmal einen auf Arm machen. Credits, mit A. Auch schön. Möchte dir nicht beitreten. Vor allem mit Level 51, Alter. Ich will Level 50 machen. Drei Dailies auf Belsabis. Wer bereit ist, alles zu riskieren, da wieder, Sakura. Redet ihr auch dabei? Wendet sich bitte an einen Vertreter der Hyland-Organisation zur Rakul-Neutralisierung auf dem Hyland. Wo sollen wir zu der Tussi gehen? Ah, okay, die ist wahrscheinlich da drüben, ne? Wer ist die Quest? Theon-Hegemonie, ja. Okay, müssen wir gleich am besten. Ich bin jetzt extra dahin zurückgegangen, wo du standest, Domi. Ich war nur kurz beim Lehrer. Achso. Komm wieder zurück, keine Sorge. Du lügst. Wird nicht reingelassen. Ich mach mich so dreckig. Gut, nächste Folge nehmen wir dann die Quest an. Oh, jetzt kann ich mal kurz auf dein Popo gucken. Die Robe ist halt trotzdem noch ausladend, ne? Sieht halt trotzdem aus, als wäre der Arsch zweimal so groß. Aber mittlerweile ist er halt nicht mehr so übergroß. Ich finde schön auch, dass der Questring über uns schwebt. Strengstens verboten. Solange das Reiseverbot besteht, wird auf alle Schiffe, von denen angenommen wird, Meister sieht Davi. Wie ich höre, haben wir jetzt eine Verbindung zu Adalar Hyland.
Hyland ist der Vorstandsvorsitzende von Galactic Solution Industries. Ah, ich glaube, auf Alderaan hat der Sakura gerade durchgesagt. Zur Rakul-Neutralisierung, kurz Dorn. Dorn mit DH? Ja, gut. Bürger des Imperiums. Habt ihr breit Bild, sonst passe ich nicht ins Bild. Ich bin ständig dem zuzuhören, was ich zu dieser schrecklichen Seuche zu sagen habe. Es gibt kein Entkommen. Es gibt kein Heil. Du bist aber auch nett heute. Die einzige Möglichkeit, die Ausbreitung aufzuhalten... Ich habe Entschuldigung gesagt. ...ist es, ihr fernzubleiben. Nein, entschuldige, das ist ein Unterschied. Dennoch sucht Dorn tapfere und talentierte Freiwillige... Dorn! Der ist mal ein Dorn im Auge. Dabei sollte eines allerdings klar sein. Wer mithilft, unterschreibt quasi... Meistership David. Danke für diese wichtigen Einblicke, Adalar Hyland. Hört auf den Mann. Seid nicht hungrig, beachtet die Quarantäne und schützt euch so gut wie möglich vor der Rakul-Seuche. Ha, macht du nicht, sag ich doch. Für die alle, einen Moment. Schwarzbild? Schwarzbild? Ah, okay. Dorn. Haben wir jetzt eine Quest angenommen dafür? Oder hat der uns jetzt einfach nur zugelabert? Wir haben die jetzt angenommen, würde ich sagen. Ja, sprich mit Dr. Wrestle auf Alderaan. Wo ist denn das? Ach, da. Okay, dann gehen wir hier erstmal die Quest machen, machen direkt die Vision und können wir nach Alderaan gehen. Aber wir gehen lieber erstmal nach Alderaan, weil so ein Event kann enden, die Direktive nicht. Jetzt hab ich den Ohrwurm davon, ey. Ich will meinen alten wieder haben. Ja, danke, reicht. Was ist das für ein Kreuzer? Der sieht doch ja spacig aus. Basic? Ja, die anderen, die kennt man ja so, hier diese V-förmigen. Aber er hier? Wo ich gerade rübergeflogen bin? Sexy. Kommen wir mal. Da kommen die Vorgänger der X-Wings. Wobei beim Imperium sowieso nicht. Verkaufe Rakul-Impfstoff, holt euch das Heil mit dem Schlechthin. Das gibt's bei jedem Sanitätshändler, nur so zur Info. Ja, lass ihn doch ausprobieren. Ey, es ist in WoW auch mal so, wenn es irgendein Event oder eine Quest oder irgendwie sowas gibt und die Leute zu faul sind, irgendwie nachzulesen, dann hast du das ganze Aha damit voll. Ich habe nur geguckt, was es da für Quests gibt. Es ist immer das Gleiche. Boah, krass, Digga, was los? Was ist denn hier los? Achso, hier sind die ganzen Operationsquests. Ist das da drüben auch noch? Also auch eine Operation. Glaubst du, Ärzte müssen, bevor sie ihren bevor sie offiziell artifizieren dürfen, müssen auch eine Operationsquest machen? Wieder so witzig heute. Warum dürft ihr nicht mitreden? Ahnung. Ihr dürft nicht mitreden. Ja, ich weiß. Mach mal einer von euch. Ja, ich. Wen soll ich denn hier anlabern? Wieso soll ich wieder zur Imperialen Flotte reisen? Ich bin auf der Imperialen Flotte. Das hatten wir beim letzten Mal schon mal! Ja, okay. Ja, in der Tijon. Tijon. In Tijuana. Ich rede ja schon mal mit ihr. Ihr könnt ja danach wieder. Ihr seid hier. Ach Gott. Ich habe die Situation. Wer aber nicht skippen. Ah, fuck, und jetzt ist mein Floppenpass gerade am Respawn. Fuck you. Einfach so sitzen, das soll klappen. Alter, ihr seid. Ja, genau, das habt ihr beim letzten Mal auch gemacht. Welche Mission ist das? Hast du gerade gesagt? Mit die Tijuana-Hegemonie. Die auf infizierten Welten festsitzen, fühlen sich von ihren Herrschern verraten. Ah, Nurin. Hey. Die Adligen mussten um jeden Preis eine Ausbreitung des Virus verhindern. Ich stimme zu. Allerdings hätten sie früher handeln sollen. Grüne Augen. Sie haben mit den Reisebeschränkungen zu lange gewartet und das Virus hat sich ausgebreitet. Vier Welten wurden vollständig befallen. Oh, vier auf Welten. Auf einer fünften, Kaon, gibt es nur noch eine Handvoll Überlebender, die um ihr Leben kämpfen. Oh, bitte nicht nach Kaon. Unter diesen Überlebenden sind einige Adlige, die mit der Herrscherfamilie verwandt sind. Aber wir werden schnell handeln müssen, wenn wir sie retten wollen. Ein Blaster kann dem Vieh sicher beikommen. Die Rakule sind nicht der wirkliche Feind. Sie sind nur ein Werkzeug. Die Waffe eines verborgenen Feindes. Geld. Wer auch immer diese Ein Gold für 1,20 versucht, die Theon-Hegemonie aus dem Gleichgewicht zu bringen, um dann zuzuschlagen und die Macht an sich zu reißen. Jemand mit solch einem Ehrgeiz könnte ein gefährlicher Rivale werden, wenn er nicht kontrolliert wird. Gibt
Gibt es einen Plan? Wir haben einen Kontakt auf Kaon. Major Bizal, Leiter der lokalen Sicherheit. Er hat eine Fähre bereitgestellt, um euch zur Oberfläche zu bringen. Okay, mit 51 gilt man anscheinend in diesem Spiel als Lowy. Major Bizal wird euch auf den neuesten Stand bringen, sobald ihr gelandet seid. Bei mir ist im WoW alles ab Level 58 High Level. Reicht. Ich soll nochmal mit dir reden. Da rede ich halt nochmal mit dir. Gut, ihr seid hier. Was? Ich muss, warte. Was los, Mädchen? Geht mal raus, dann, damit das für mich zählt. Bei mir hat's nicht gezählt. Ja, bei mir auch nicht. Ich kann die Quest auch nicht zurücksetzen, interessanterweise. Jetzt kann ich. Ah, sprich mit ENC7. Wo ist ENC7? Da. Ist die Theon-Hegemonie, ist das... Ich kann nicht drücken. What the fuck? Ist das ein Raid? Das ist ein Raid, oder? Kaon wird belagert. Da finde ich garantiert einen besseren Job. Okay. Jetzt haben wir einen Low-Level-Raid, Mann. Was ist da los? Ich häng's nur los. Moment, ich lock um. So, was ist jetzt, wenn ich die Quest abbreche? Das ist ja eine normale Quest. Toll. Na gut. Haben wir halt eine Raid-Quest pending. Ihr müsst mit ihr reden und dann nur rausgehen. Oder sollt ihr dann mit dem Droiden reden? Na, entspann dich. Nein. Warum sollte ich? Jetzt können wir mit ihm sprechen. Nein, ja. Moment. Hä? Ihr müsst rausgehen, ihr müsst aber auch nicht mit ihm reden. Hä? Achso, Jetzt rede ich schnell mit dem. Also. Ja, ihr müsst nicht mit ihm reden, mit ihm startet ihr den Raid. Achso, okay. Ja, nicht. Total dämlich. Vor allem jetzt müssen, in Anführungsstrichen, wir einen Raid extra... Warum habe ich jetzt... Oh, bin ich in ein Raid-Portal reingegangen? Das wollte ich nicht. Cool, komme ich hier auch wieder raus? Ja, zurück zur Flotte. Woher bin ich auf einem neuen Planeten gelandet? Wo bin ich hier? Ich musste doch da rein, oder? Habe ich verlaufen? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Du bist jetzt in Aktive 7 reingegangen, oder? Ja, du bist jetzt in Flashpoint rein. Achso, es war theoretisch war es richtig. Theoretisch. Aber ich wollte eigentlich nur zurück auf die Flotte. Also auf die richtige Flotte. Ich muss ja nach Alderaan mit euch. Möchtest. Ich muss auch. Ich sollte. Müssen tust du gar nichts. Atmen sollte ich, aber muss ich auch nicht. Atmen ist auch optional. Freiwillig. Na klar, es ist freiwillig. Du kannst ja auch der. Wobei, nee, es ist nicht freiwillig, weil tatsächlich ist es so, es gibt ja die Kinder. Okay, wenn du jetzt nicht machst, was ich sage, dann halte ich meine Luft an so lange, bis ich sterbe. Nee, das geht nicht, weil der Körper das verhindert. Genau, weil sobald du ohnmächtig bist, spätestens dann setzt deine Atmung wieder ein. Richtig. Oder du hast eine übelst krasse Körperbeherrschung, dann schaffst du es. Tötest dich dadurch so. Ey, es gibt Leute, die können nur durch Körperbeherrschung ejakulieren. Ich gehöre nicht dazu. Ja, auch nicht. Das wäre irgendwie merkwürdig, oder? Stehst du vor deiner Alte und machst so, wo kam das denn jetzt auf einmal her? Das wäre irgendwie witzig. Oh scheiße, ich will diesen Trick können. Nee, aber davon mal abgesehen. Es gibt ja Leute, also so irgendwelche Karate Ultrameister schwarzer Gürtel schon seit 80 Jahren, die können ja auch ihren Herzschlag extrem verlangsamen und alles machen, was sie wollen. Auf nach Alderaan, la 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 la. Was gibt's denn noch so für Körperfunktionen, die viele können, die wir nicht können? Sich das Kacken abklemmen. Das kann ich professionell nur, aber halt irgendwann ist halt Schluss. Irgendwann bist du halt voll.
Ja, tatsächlich ist es schon oft genug passiert, dass ich dann hier irgendwie vor Hearthstone oder so saß und gerade einen richtig krassen Zug hatte und dann dachte, scheiße, ich renn gleich auf Klo und dann war gut und dann musste ich die nächsten 4 Stunden, ging's mir gut. Also ich hab's komplett verhindert, Quest abgebrochen quasi. Das kann ich auch. Nur nicht, halt nicht immer, wenn ich das zu 100% könnte, ich wäre der glücklichste Mensch der Welt, glaube ich. Ihr wisst ja, wie schwer mein Leben durch meinen Anus behindert wird. Alter. Du tust mir ja fast leid. Ihr glaubt mir, das würde ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen.